Die guten Supermärkte, was würden wir nur ohne sie machen? Wenn wir uns also auf diese Weise wie die Barbaren ohne Supermärkte ernähren müssten, dann würden es erstens nicht viele von uns schaffen und zweitens die, die es schaffen würden, würden dafür sorgen, dass es bald keine Katzen mehr geben würde und vermutlich auch Hunde. Das wäre schade um meine Katze. Ich würde meine Katze gerne noch weiter behalten. Folgendes ist passiert, Leute, in einem Lidl, in der Rheinland-Pfalz, in einer Filiale. Davon berichtet der Westen, öffentlich-rechtliche Medien, die Seite derwesten.de. Also eine Frau geht einkaufen in eine Lidl-Filiale und erblickt ein Pärchen. Ein Pärchen ist hineingekommen in die Filiale ohne aufgetragene Maske. Und dann kam der Schock bei der Frau. Und diese hat sie verpetzt an die Mitarbeiterinnen der Lidl-Filiale. Und hier steht auch in diesem Artikel von der Westen, und die Leute glauben ja nur, was die öffentlich-rechtlichen Medien berichten, die Reaktion der Mitarbeiterinnen. Die Mitarbeiterin soll der Kundin, also die geschockierte Frau, die die zwei Personen, das Pärchen ohne aufgetragene Maske erblickt hat und schockiert war, die Mitarbeiterin soll der Kundin erklärt haben, dass Lidl seine Mitarbeiter angewiesen habe, nichts gegen einen Verstoß gegen die Maskenpflicht zu unternehmen. Super, das ist etwas, das wir ausprobieren können, das ich selber schon erfolgreich ausprobiert habe, nicht nur in Discountern, in Supermärkten, sondern sogar bei der Deutschen Postfiliale, obwohl da ganz deutlich auf einem Flyer außerhalb angebracht steht, auf so einem Plakat, dass Maskenpflicht Pflicht ist. Ich habe sie trotzdem ausgezogen und trotzdem ohne sie ausprobiert. Vor allem am Schalter, finde ich, wenn man mit der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter spricht, finde ich, ist es angebracht, denn man muss sonst ziemlich laut sprechen und schreien und es geht auf die Stimme und nicht jeder Mensch hat die Nerven dafür und die Atemnot dafür. Und es sind vermutlich nur die Alten und Verwirrten und die, wo sowieso nur 30 Minuten in einem Geschäft sind und für den Rest des Tages ohne diese Maske rumlaufen dürfen und die armen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen tagtäglich stundenlang diese Folter mit diesen Masken durchmachen, bei brütender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Das ist etwas, was besonders auf meine Gesundheit geht. Und ich denke, die Mitarbeiterinnen von den Discountern und Supermärkten würden sich freuen, wenn sie mal eine Pause bekommen würden von diesem ständigen Maskentragen. Denn wie gesagt, es sind vermutlich nur die Alten oder Verwirrten, die wo sowieso nur an die Öffentlich-Rechtlichen glauben und was sie sagen glauben, die dann drauf bestehen, wir sollten 9 Stunden am Tag täglich 365 Tage im Jahr die Maske tragen. Dar! Pech kann man bei dieser Probe, diesem Versuch, die Maske auszuziehen, natürlich auch haben, wenn ein Freund und Helfer in Zivilbekleidung einen dabei erwischt und das Ganze sanktionieren möchte, dann hätte man natürlich Pech. Ich empfinde, dass man auch aufpassen sollte, dass irgendwie niemand so überreagiert und hinter einem Regal oder so den Freund und Helfer ruft. Vielleicht könnte das dann auch zu einer Sanktion führen. Hier wird zum Beispiel erklärt, wie Edeka damit umgeht, wie mit Maskenverweigern umgegangen wird. Dazu reicht es aus, Kunden ohne Maske anzusprechen. Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, ist nach der Landesgesetzgebung von der Maskenpflicht befreit. Eine nachvollziehbare mündliche Begründung des Kunden, dass er sie aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, reicht in der Regel aus. Kunden, die das Tragen einer Maske unter Berufung auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht ablehnen bzw. die medizinische Nützlichkeit der Maske anzweifeln, kann der Zutritt zum Markt verwehrt werden. Für eine eventuelle Sanktion, Bußgeld etc. sind die jeweiligen Ordnungsbehörden zuständig. Vereinzelt haben es die Supermärkte auch mit Maskenverweigerern zu tun. Das steht hier so,
bei den Öffentlich-Rechtlichen da, aber ich glaube, dass die Supermarktketten ihre Kunden, die die Maske nicht auftragen wollen, auch nicht verlieren möchten. Und deshalb denke ich nicht, dass sie jeden Einzelnen davon den Zugang zum Supermarkt verwehren würden. Sondern die möchten ja ihre Kunden nicht verlieren, sondern behalten und davon profitieren, dass sie bei ihnen einkaufen. Das heißt, was hier bei den öffentlichen rechtlichen Medien als Antwort dasteht, muss dann aber nicht tatsächlich auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgesetzt werden. Das heißt, ich denke, sie werden das eher befürworten, ohne die Maske zu arbeiten, als mit, weil für die ist das täglich auch eine Schufterei, stundenlang diese Maske zu tragen, und die sehen den Sinn darin auch nicht. Lieber dieses C19 bekommen, als ständig diese Maske tragen. Und am Ende steht, das Wichtigste bleibt weiterhin die Vernunft der Kunden. Lidl bringt es auf den Punkt, grundsätzlich appellieren wir an jeden Einzelnen, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Für mich bedeutet das, dass Maske auftragen auslassen und ohne Maske ausprobieren. Ich persönlich spreche keine einzige Mitarbeiterin darauf an, ihre Maske aufzutragen, falls ich eine erblicke, die ihre Maske gerade nicht trägt. Im Gegenteil, ich würde ihr eher ein oder zwei Daumen nach oben geben. Oder auch gar nichts machen. Ist mir bisher auch schon passiert, dass ich nicht darauf reagiert habe. Und noch ein letztes Schlusswort. Wenn die wirklich ihre Maskenpflicht so streng durchsetzen wollen, dann sollen sie auch für ordentliche Klimaanlagen sorgen, dass die Temperaturen innerhalb der Einkaufsläden mindestens um 20 Grad kühler sind als draußen. Außerhalb der Filialen. Also es lohnt sich, und ich denke, es ist etwas, das wir ausprobieren können und ich bereits ausprobiert habe. Das hier wäre übrigens die Autofahrtstrecke von Nürnberg zu Rheinland-Pfalz. Circa 380 Kilometer, 3 Stunden 42 Minuten. Zu guter Letzt ist diese schockierte Frau nochmal zur Kassiererin hingegangen, um nachzufragen. Ungläubig über so viel Ignoranz der Geschäftsführung von Lidl habe ich an der Kasse nochmal die Kassiererin darauf angesprochen. Berichtet die Frau weiter, doch auch diese habe gesagt, dass es eine Anweisung von ganz oben gebe, dass die Maskenpflicht in keiner Filiale umgesetzt werden sollte. Natürlich, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar verständlich, wenn Lidl in jeder einzelnen ihrer Filialen diese Maskenpflicht umsetzen würde und alle Kunden rausschmeißen würde, die potenziell bei ihnen ohne Maske einkaufen würden, dann würden sie sich mit dieser Firmenstrategie natürlich nur ins eigene Bein schießen und weniger Profit machen und ein sehr schlechtes Bild von sich geben. Zusätzlich wäre das auch noch ein Mehraufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ihre eigentliche Arbeit, die sie sowieso schon unter Masken erledigen müssen, würde hinterherfallen. Auf der Strecke bleiben, meine ich damit. Also insgesamt ziehen die angefragten Supermarktriesen ein positives Fazit. Hier steht, nur vereinzelt kommt es vor, dass Kunden ohne Masken einkaufen gehen. Nach meinem Video wird es vermutlich voraussichtlich zu mehr solchen Fällen kommen. Und in diesem Fall werden uns die Mitarbeiterinnen höflich auf die Maskenpflicht hinweisen und die Kunden dürfen ihren Einkauf zu Ende führen. Großartig! Und Edeka erklärt, dazu reicht es aus, Kunden ohne Masken anzusprechen. Natürlich bleiben am Ende dieser ganzen Geschichte den Filialen natürlich noch das Recht übrig, uns den Einkauf zu verwehren, leider, und uns das Geschäft bei ihnen zu verweigern, das ist denen natürlich freigestellt. Das ist leider wieder so ein negativer Eingriff in unsere Rechte. Aber wie gesagt und vorgelesen, sie greifen dazu, denke ich, nicht zu, denn sie würden sich damit ihr nur ins eigene Bein schießen und potenziellen Profit verpassen, sondern es reicht ihnen aus, uns einfach darauf anzusprechen. Wir können dann einfach sagen, ja, danke für die Info, ich führe meinen Einkauf jetzt fort. Das ist also etwas, das wir ausprobieren können, besonders bei sehr heißen Tagen und Hautproblemen und sonstigen Atemnotproblemen, die einen stören, mit so einer Maske einzukaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen.